Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, diesmal seht ihr im Hintergrund nicht Minecraft, sondern Citerio. Das ist so ähnlich wie Agario, nur halt mit Würmern. Ja, heute gibt es zwar nicht so ein ganz hardcore geschnittenes Video, einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen was ansprechen möchte. Ich habe euch ja auf Twitter gefragt, ob ihr nicht Bock hättet auf ein Mod-Projekt. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein Mod-Projekt vorbereiten. Ihr kriegt auf jeden Fall noch genauere Informationen, wann das jetzt genau startet, beziehungsweise an welchem Tag ich das jetzt hochladen werde. Das ganze Projekt spielt in der 1.8 und beinhaltet ca. 30 bis 40 Modifikationen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Modifikationen ich mit ins Projekt reinnehmen soll, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wichtig dabei ist nur, dass das Ganze auf der 1.8 spielt. Ja, das Modpack ist hauptsächlich darauf basierend, dass man nicht ganz so viel farmen gehen muss, beziehungsweise wenn man farmen geht, dass man ein bisschen mehr Gewinn erzielt. Unter anderem sind da Modifikationen drin, die neue Erze einfügen, beziehungsweise Erze einfügen, die ein kleines bisschen mehr droppen. Oder auch solche Modifikationen wie zum Beispiel Lucky Blocks, dass man nicht die ganze Zeit farmen gehen muss und auch zwischendurch mal was bekommt. Dann habe ich das Ganze noch darauf basierend, dass das Ganze ein bisschen Leben hat. Das heißt, es werden auf jeden Fall neue Kreaturen mit eingefügt, wie zum Beispiel der Most Creature Mod und unter anderem auch ein Dungeon Mod, der ganz, ganz viele neue Dungeon einfügt, damit das Ganze nicht ganz so langweilig wird und wir auch wirklich viel zu erkunden haben. Dazu muss ich sagen, ich kenne nicht alle Modifikationen, die in diesem Modpack sind. Ich habe einige einfach nur runtergeladen, weil sie halt ziemlich cool aussahen. Natürlich werde ich auch den Not Enough Items Mod einfügen, damit wir einige Rezepte nachgucken können. Das heißt, ich werde genau wie ihr blind in dieses Projekt hineingeworfen und wir können einfach zusammen diese Modifikation neu entdecken. Das Modpack ist hauptsächlich darauf basierend, dass wir nicht ganz so oft in die Höhlen gehen müssen und dass wir eher so an der Oberfläche sind, kämpfen und uns die Sachen verdienen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Mining-Tour miterleben wollt oder ob ich das Ganze rausschneiden soll, beziehungsweise offscreen ein bisschen machen soll. Das Modpack an sich ist eigentlich noch gar nicht fertig. Ich habe die Modifikation zwar schon runtergeladen, aber ich muss halt noch einiges testen, beziehungsweise aussortieren, weil das Ganze muss ja auch flüssig und vernünftig laufen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf dieses Projekt und ich möchte gerne ganz, ganz viel Interaktion haben. Das heißt, ich möchte euch gerne ganz viel mit einbeziehen. Ihr könnt auf jeden Fall mitentscheiden, was für Modifikationen in das Modpack hinein sollen. Das Ganze könnt ihr mir auf Twitter schreiben, Link unten in der Beschreibung oder hier auf YouTube in den Kommentaren. Wenn ihr schon genauso Bock habt auf dieses Projekt wie ich, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ich für Modifikationen einfügen soll. Und vergiss nicht zu abonnieren, damit du von dem neuen Projekt nichts mehr verpasst.